Die nachfolgende Sendung wird durch die Spender von Joyce Meyer Ministries ermöglicht. Wer von euch will, dass Gott ihn gebraucht? Okay, hier ist der Punkt. Gott muss erst eine Menge in euch tun, bevor er etwas durch euch tun kann. Amen. Stimmt's? Everything is beautiful. Gott hat allem auf dieser Welt schon im Voraus seine Zeit bestimmt. Außerhalb dieser Zeit kann es zu einem echten Chaos kommen. Es gibt für alles unter der Sonne eine richtige und eine falsche Zeit. Und wenn wir geistlich so reif sind, dass wir diese Zeiten erkennen können, ist das sehr gut für unser Leben. Wem von euch fällt es schwer, Dinge loszulassen? Ich fühle mit euch. Nun, bei mir hängt es letztendlich davon ab, worum es geht. Ich bin ein bisschen gealtert. Ich bin nicht älter geworden, aber jetzt, wo ich ein bisschen gealtert bin, musste ich im Büro einiges abgeben. Um ehrlich zu sein, technische Geräte haben sich so stark weiterentwickelt, dass es töricht wäre, solche Dinge nicht jüngeren Mitarbeitern zu überlassen. Ich verstehe nichts davon. Ich will es nicht verstehen. Ich habe kein Interesse daran, es zu lernen. Lieber bezahle ich jemanden dafür, dass er es für mich macht. Hier, mein Telefon funktioniert nicht. Danke. Mein Computer funktioniert nicht. Danke. Könntest du kommen und das für mich machen? Danke. Ich musste in den letzten Jahren auch größere Veränderungen vornehmen. Vielleicht ist euch aufgefallen, dass ich jetzt jemanden habe, der mir ein bisschen hilft. Pastor Mike macht das und manchmal auch Ginger. Es war einfach an der Zeit, dass ich aufhörte, alles zu tun. Man kann nicht immer alles tun. Sonst kommt man irgendwann an den Punkt, an dem man nichts mehr so richtig gut macht. Ich war einfach müde. Und ich habe das Recht, müde zu sein, weil ich das schon lange, 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 lange mache. Ich versuchte sehr lange, alles selbst zu machen, weil alle sagten, es ist besser, wenn du das machst. Also tat ich es, aber schließlich wurde ich krank und hatte keine Wahl mehr. Manchmal nehmen wir keine Veränderungen vor, bis es in unserem Leben zu einer Krise kommt, die uns dazu zwingt, etwas zu verändern. Hoffentlich werden wir klug genug, um die Zeichen zu erkennen und die nötigen Veränderungen herbeizuführen, solange wir es noch können. Denn dann ist es unsere Entscheidung. Und wir tun es nicht, weil wir dazu gezwungen werden und keine andere Wahl mehr haben. Stimmt's? Lasst mich euch ein Beispiel geben. Wer von euch mag kein Wasser? Ich meine, wer von euch trinkt nicht gerne Wasser? Okay, ich habe euch lieb. Bitte seid jetzt nicht gekränkt. Aber eines der dümmsten Dinge, die ihr tun könnt, ist, kein Wasser zu trinken. Wisst ihr warum? Weil Wasser das Einzige ist, was eure Nieren so richtig reinigt. Wenn ihr einen Teebeutel reintut, ist das nicht mehr dasselbe. So viele Menschen fühlen sich schlecht und haben keine Kraft, weil sie kein Wasser trinken. Ich habe es euch gesagt, also wisst ihr es jetzt. Ihr seid verantwortlich für das, was ihr wisst. Wenn ihr also Nierensteine bekommt und der Arzt sagt, sie trinken nicht genug Wasser, könnt ihr sagen, ja, Joyce hat mir das gesagt. Wer von euch schläft nicht genug? Wisst ihr, wie die Lösung dafür lautet? Geht früher ins Bett. Ich meine, viele unserer Probleme sind relativ leicht zu lösen. Ich weiß, dass ich ins Bett gehen sollte, aber... Ich weiß, dass ich mehr Wasser trinken sollte, aber... Ich weiß, dass ich anfangen sollte, für meinen Ruhestand zu sparen, aber... Ich weiß, dass ich mich um meine eigenen Angelegenheiten kümmern sollte, aber... Ich sollte das vermutlich nicht sagen, aber... Come on.
Nun kommt, wir müssen dieses Aber aus unserem Leben verbannen und anfangen, das zu tun, was wir tun sollten. Lasst uns hier und jetzt die Entscheidung treffen, besser darin zu werden, Dinge loszulassen, damit Gott uns all das Neue zeigen kann, das er für uns bereithält. Es macht wirklich keinen Sinn, an einer Sache festzuhalten, mit der Gott fertig ist. Denn sobald er damit fertig ist, könnt ihr es nicht mehr genießen. Stimmt's? Gott hat mir das auch gezeigt, wenn es um Dinge geht, die ich weggeben soll. Wenn ich etwas behalte, obwohl er mir gesagt hat, dass ich es verschenken soll, liegt für mich kein Segen mehr darauf. Und ich kann es nicht mehr genießen. Ich kann es behalten und mir anschauen, aber ich werde es nicht mehr genießen. Es gehört mir nicht mehr, weil Gott gesagt hat, verschenk es. Es ist auch problematisch, wenn wir versuchen, eine bestimmte Phase so schnell wie möglich hinter uns zu bringen. Vielleicht seid ihr gerade in einer Phase des Wartens und habt es satt zu warten. Deshalb unternehmt ihr etwas. Oder vielleicht gefällt euch euer Arbeitsplatz nicht. Ihr seid es leid, auf Gott zu warten und beschließt zu kündigen. Oft wollen wir nicht auf Gott warten und treffen dann schlechte Entscheidungen. Bleibt dort, wo ihr seid, bis Gott euch etwas anderes sagt. Und wenn er es tut, dann geht weiter. Ich arbeitete einmal in einer christlichen Organisation, in der ich nicht gut behandelt wurde. Ich wollte unbedingt weg und meine eigene Sache machen. Doch tief in meinem Herzen wusste ich, dass das nicht Gottes Wille war, weil er mir noch nichts anderes gesagt hatte. Als Gott mich schließlich aufforderte zu gehen, gefiel es mir dort und ich wollte gar nicht mehr weg. Ihr könnt nicht immer das tun, was ihr wollt. Ich sage euch, was passiert, wenn man die Zeit beschleunigen will. In einem Jahr hatten wir in Missouri einen sehr warmen Winter. Zu dem Zeitpunkt fanden wir das großartig. Das ist toll, es ist überhaupt nicht kalt, es ist gar kein richtiger Winter. Wir freuten uns, bis wir im Frühling merkten, dass es im Winter nicht kalt genug gewesen war, um das Ungeziefer abzutöten. In jenem Frühling waren überall Käfer, Käfer, Käfer und noch mehr Käfer. Wir hatten eine Epidemie von Marienkäfern. So wie Pharao Frösche in seiner Auffahrt, in seinen Öfen und in seinem Bett hatte, hatten wir überall Marienkäfer. Ich übertreibe nicht, wenn ich sage, dass wir Hunderte von Marienkäfern im Haus hatten. Menschen, die Probleme mit ihren Nebenhöhlen hatten oder allergisch waren, gefiel das überhaupt nicht. Es war nicht kalt genug, um das abzutöten, was sie im Frühjahr belastete. Es mag zwar erstrebenswert erscheinen, eine bestimmte Phase zu überspringen und in die nächste zu gelangen, aber viele Menschen wollen die Phase überspringen, in der Gott an ihnen arbeitet, sie erzieht und verändert. Wenn sie Jesus ihr Leben anvertrauen, wollen sie sofort, dass etwas Großes passiert. Es mag sein, dass ihr eine besondere Ausstrahlung habt, die euch weiterbringt, aber nicht die charakterlichen Eigenschaften, um dort bleiben zu können. Nun kommt, soll ich das noch einmal sagen? Als ich 20 Menschen auf dem Fußboden meines Wohnzimmers lehrte, konnte ich bereits genauso gut reden wie heute. Ich sah mir Prediger im Fernsehen an und dachte, ich weiß nicht, warum Gott mich in meinem Wohnzimmer festhält. Ich kann doch viel besser lehren als die. Nun, das war der Grund, warum ich in meinem Wohnzimmer blieb. Es war nicht so, dass ich nicht lehren konnte, aber ich hatte eine schlechte Einstellung. Nun kommt, ich rede mit euch. Vielleicht sitzt ihr da und denkt, ich wollte im Lobpreisteam mitmachen, doch sie haben mich nicht genommen, obwohl ich besser singen kann als all die anderen. Solange ihr diese Einstellung habt, werdet ihr genau dort bleiben, wo ihr seid. Denn Gott ist unsere Einstellung und unser Charakter viel wichtiger als die Frage, was wir tun können, um andere zu beeindrucken. Wenn ihr wisst, dass ihr begabt seid und nicht versteht, warum Gott euch nicht gebraucht, solltet ihr mal euren Charakter überprüfen. Fragt euch, wie behandle ich andere Menschen? Kritisiere und verurteile ich sie? Das sind die Dinge, die Gott wichtig sind. Der Mensch sieht auf das Äußere, aber Gott sieht das Herz.
Amen. Stimmt's? Gott sieht unser Herz. Manchmal fragen wir uns, warum er bestimmte Menschen gebraucht, obwohl diese nicht gerade eindrucksvoll wirken. Aber Gott weiß, dass sie ein Herz aus Gold haben. Wir sollten mehr auf unser inneres Leben achten als auf unser Äußeres. Bevor wir aus dem Haus gehen, sollten wir mindestens genauso viel Zeit damit verbringen, uns geistlich vorzubereiten, wie damit, uns 5-mal umzuziehen und ein 1/2 Kilo Make-up aufzutragen. Nun kommt, ich rede zu den Menschen dort drüben, wenn ihr euch nicht benehmt. Wenn ich morgens aufstehe, brauche ich eine 3/4 Stunde, um so auszusehen wie jetzt. Zum Glück habe ich dazugelernt. Normalerweise verbringe ich einige Stunden mit Gott, bevor ich mich zurechtmache. Aber es gab Jahre in meinem Leben, in denen ich das nicht tat. Ich trug Make-up auf und sah gut aus, aber aufgrund meines Verhaltens war ich für Gott hässlich. Hallo? Es spielt keine Rolle, ob eure Kollegen denken, dass ihr hübsch seid. Gott achtet auf eure Einstellung und euren Charakter. Ihm ist wichtig, wie ihr mit Menschen und über sie redet. Ihr werdet Zeiten in eurem Leben haben, in denen Gott euch prüft. Zeiten der Erziehung. Zeiten, in denen nicht so läuft, wie ihr es euch wünscht, nur um zu sehen, wie ihr euch dann verhaltet. Come on. Nun kommt, ich bin fast fertig. Vielleicht werde ich noch angriffslustiger, wer weiß. Vielleicht pflügt Gott den brachliegenden Boden um. Es gibt Zeiten des Pflügens in eurem Leben. Stellt euch einmal vor, ihr seid wie ein Acker, der nie gepflügt wurde. Und plötzlich kommt ein Bauer mit einem Pflug und gräbt ihn komplett um. Wenn ihr es fühlen könntet, würde es sich bestimmt nicht gut anfühlen. Aber die brachliegende, harte Erde in eurem Leben muss umgepflügt werden. Wer von euch will, dass Gott ihn gebraucht? Okay, hier ist der Punkt. Gott muss erst eine Menge in euch tun, bevor er etwas durch euch tun kann. Stimmt's? Ich kann euch gar nicht sagen, was ich alles durchmachen musste, um dahin zu kommen, wo ich heute bin. Oh, im Ernst. Ich hatte eine sehr negative Einstellung, weil ich so schlecht behandelt worden war. Ich tat mir selbst leid. Ich hatte Minderwertigkeitsgefühle. Ich glaubte, dass die Welt mir etwas schuldete. Ich war rebellisch, insbesondere gegenüber jeder Art von männlicher Autorität. Oh. Gott arbeitete sehr, sehr, sehr lange daran. Und wisst ihr was? Ich verstand nicht, warum Gott mich nicht auf die Welt losließ. Aber wenn ich heute zurückblicke, bin ich so froh. Ich bin so froh, dass Gott mich warten ließ. Ich bin so froh, dass er verhinderte, dass ich mich lächerlich machte und seinen Namen beschämte. Habt es nicht so eilig damit, euer Ziel zu erreichen. Nehmt euch Zeit und lasst Gott tun, was er in euch tun muss. Wenn die Zeit dann reif ist, wird er etwas durch euch tun können. Doch eure geistliche Reife ist viel wichtiger, als auf einer Bühne zu stehen und eure Gaben einzusetzen. Stimmt's? Die Zeit des Pflügens. In der Bibel heißt es, legt eure Hand an den Pflug und dann seht nicht zurück. Lukas 9, Vers 62. Doch Jesus sagte, wer eine Hand an den Pflug legt und dann zurückschaut, ist nicht geeignet für das Reich Gottes. Wenn ihr hart arbeitet, denkt nicht darüber nach, wie schwer es ist. Denkt an die Ernte, okay? In schwierigen Zeiten solltet ihr nicht sagen, oh, das ist so hart, ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Ich gebe auf, Gott, es scheint endlos zu sein. Wenn ich heute keinen Durchbruch erlebe, kann ich nicht weitermachen. Gott, wenn Joyce mich heute nicht nach vorne ruft und mir ein Wort von dir gibt, glaube ich nicht, dass ich dir noch weiter nachfolgen kann.
Nun, ich habe heute ein Wort für euch alle. Werdet erwachsen. Das sage ich auch zu mir selbst. Ich sage euch nie etwas, das Gott nicht auch zu mir gesagt hat. Dessen könnt ihr euch sicher sein. Stimmt's? In der Bibel steht, wir sollen voller Hoffnung pflügen. Wisst ihr, was Hoffnung ist? Hoffnung ist die Erwartung, dass jeden Moment etwas Gutes passieren wird. Das gefällt mir. Wir sollten mit dieser Erwartung leben. Wenn wir schwere Zeiten durchleben, sollten wir das mit Hoffnung tun, nicht mit einer negativen Einstellung. Wir sollten sagen, es wird sich alles zum Guten wenden. Es hat einen Grund, warum das passiert. Ich brauche das. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich es brauche, aber Gott wird es für mich zum Guten wenden. Es wird mir helfen, erwachsen zu werden und zu reifen. Diese Erfahrung wird mir später im Leben zugutekommen. Stimmt's? Es gibt nichts Besseres als Erfahrung. Ihr glaubt mir, was ich euch sage, weil ihr wisst, dass ich das, worüber ich spreche, selbst durchgemacht habe. Meine Vorträge stammen nicht aus irgendeinem Predigtbuch. Nein, ich habe diese Dinge durchlebt. Und wenn ich euch sage, dass Gott alles zum Guten wirkt, solange ihr ihm vertraut, weiß ich aus eigener Erfahrung, dass Gott alles zum Guten wirkt, solange ihr ihm vertraut. Wenn ich euch sage, dass eure Ernte kommen wird, wenn ihr nicht aufgebt, kann ich euch versichern, dass eure Ernte kommen wird. Und wenn ihr pflügt, könnt ihr es voller Hoffnung tun. In 1. Korinther 9, Vers 10 steht, sprach er da nicht auch zu uns? Natürlich tat er das. Denn wer pflügt und das Getreide drischt, darf seinen Anteil an der Ernte erwarten. Das gefällt mir. Brachliegender Boden muss gepflügt werden. Aber das Pflügen macht nicht so viel Spaß. Es ist schwierig. Es ist schwierig zu lernen, Gott gehorsam zu sein. Aber wenn ihr soweit seid, dass ihr Gott sofort gehorcht, wird euer Leben schön und angenehm sein. Die Antwort auf jedes Problem lautet, findet heraus, was Gott sagt und tut es. Hosea 10, Vers 12. Pflanzt Gerechtigkeit, dann sollt ihr dementsprechend auch gute Früchte ernten. Erschließt euch neuen Ackerboden, denn jetzt ist die Zeit da, den Herrn zu suchen, damit er kommt und euch mit Gerechtigkeit überschütten wird. Das bedeutet, bereitet euch auf den Segen vor. Vielleicht liegt euer Boden gerade deshalb brach, weil ihr wütend auf jemanden seid und eure Wut nicht loslasst. Ich frage mich, wie viele Menschen heute hier sind, die jemandem vergeben müssen. Okay, lasst mich euch etwas sagen. Das größte Problem, das wir Christen haben, ist Unversöhnlichkeit. Wir wurden gekränkt und bleiben wütend auf jemanden. Das ist das Problem Nummer eins in der Kirche. Was wäre, wenn wir alle lernen würden, so schnell zu vergeben, wie Jesus uns vergibt? Nun kommt. Was würde in der Gesellschaft passieren, wenn Christen anfingen, einander wirklich zu lieben? Stellt euch das einmal vor. Dann könnte unser christlicher Autoaufkleber jemandem tatsächlich etwas bedeuten. Aber solange wir nur äußerlich Dinge tragen, die verkünden, ich bin Christ, ich bin Christin, wird nichts weiter passieren, als dass man uns beobachtet. Wenn ihr einen christlichen Aufkleber am Auto habt, solltet ihr lieber nicht schneller fahren als erlaubt und euch auch nicht über andere Leute aufregen. Nun kommt, vielleicht gefällt euch nicht alles, was ich sage, aber es wird euch nicht verwirren. Also lasst uns das noch etwas vertiefen. Es ist an der Zeit zu vergeben und loszulassen. Es ist an der Zeit, über Dinge hinwegzukommen und im Leben voranzugehen.
Aber du weißt ja nicht, was andere mir angetan haben. Nein, ich weiß nicht, was euch angetan wurde. Aber ich weiß, was mir und vielen anderen Menschen angetan wurde. Und ich weiß auch, was wir Jesus angetan haben. Es gibt keine Ausrede, die gut genug ist, um an der Wut festzuhalten. Es gibt keine Ausrede. Aber du weißt ja nicht. Es ist nicht so, dass es nicht wichtig ist, was euch widerfahren ist. Aber der Punkt ist, wenn ihr vergebt, tut ihr nicht nur eurem Feind einen Gefallen, sondern ihr helft euch selbst. Ich habe ein Buch geschrieben mit dem Titel »Tu dir selbst einen Gefallen, vergib«. Wir helfen uns selbst, wenn wir Gott gehorchen. Vielleicht sagt ihr, aber ich komme einfach nicht darüber hinweg. Okay, vielleicht kommt ihr nicht sofort über eure Gefühle hinweg, aber ich sage euch, was passiert, wenn ihr Gott gehorcht. Ihr fangt an, für die Menschen, auf die ihr wütend seid, zu beten. Und dann beobachtet mal, wie lange ihr sie noch hassen könnt. Betet jeden Tag für sie. Bittet Gott, dass ihnen Gutes widerfährt und er sie segnet. Und wenn sie etwas brauchen und ihr ihnen helfen könnt, dann tut es. Auch wenn sich euch dabei die Haare sträuben, tut es. Das ist der Weg, wie ihr die Macht des Teufels in eurem Leben brecht, indem ihr handelt wie Jesus. Stimmt's? Vielleicht seid ihr der Pastor einer Kirche und habt euch jahrelang in jemanden investiert. Er war wie ein Sohn für euch. Doch dann hat er gleich um die Ecke eine eigene Kirche gegründet und die Hälfte eurer Mitglieder mitgenommen. Kauft ihm doch eine neue Soundanlage. Die Liebe versagt nie. Hass, Groll und Bitterkeit versagen immer. Aber die Liebe versagt nie. Gott hat uns eine unvergleichliche Waffe gegeben, die Waffe der Liebe. Es macht sogar Spaß, sie einzusetzen. Es macht Spaß, dem Teufel eins auszuwischen, indem er zusehen muss, wie ihr jemandem Liebe erweist, der euch schlecht behandelt hat. Uhu! In welcher Phase seid ihr gerade? Hat Gott euch gesagt, dass ihr weniger egoistisch sein sollt? Keine Antwort, okay. Wie wäre es damit, disziplinierter zu sein? Wie wäre es damit, aus euren Schulden herauszukommen? Dann müsst ihr aufhören, überall, wo ihr hingeht, eure Plastikkarten zu zücken. Es ist so einfach zu sagen, das zahle ich mit Kreditkarte. Aber die Rechnung wird kommen, stimmt's? Hat Gott euch gesagt, dass ihr gesünder leben und besser auf euch achten sollt? Sagt Gott zu einigen von euch, dass ihr aufhören sollt, ständig Junkfood zu essen? Kämpft nicht gegen die derzeitige Phase in eurem Leben an. Glaubt nicht, dass ihr auf ewig tun könnt, was ihr schon immer getan habt. Denn die Dinge müssen sich ändern. Und wenn sie es tun, kämpft nicht dagegen an. Das macht euch nur unglücklich. Joyce hat absolut recht. Die Dinge in unserem Leben werden sich ändern. Das ist unvermeidlich. Kämpfen Sie nicht dagegen an. Das hat keinen Zweck. Denken Sie stattdessen daran, dass wir diese Erfahrungen später im Leben brauchen. Sie bereiten uns auf die wunderbare Zukunft vor, die Gott für uns hat.